Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätztes Hohes Haus, sehr geehrte Kollegen. Ich kann dieser 27. Novelle ausdrücklich auch nur bestätigen, dass es der richtige Schritt in die richtige Richtung ist, weil es den Menschen hilft, die diese Hilfe am meisten benötigen. Und das ist Mobilität, die Lebensqualität bringt und all die Vorteile, um diese Paragraph 29b begünstigten Personen hilft wirklich. Ich möchte aber als Verkehrstechniker trotzdem konstruktive Kritik auch üben. Und zwar, ich bin der Meinung, dass diese Novelle einiges hätte zusätzlich reparieren können. Und da möchte ich ansprechen den Paragraph der StVO 48.5 und 48.1a. Da wird reglementiert, von welchen Verkehrszeichen sprechen wir. Wir sprechen von statischen Verkehrsschildern, wir sprechen von optischen, glasfasertechnischen Verkehrsschildern und wir sprechen von den Elementen der LED-Technik, also elektronische Elemente. Und in dem Paragraph 48.5 werden die Mindesthöhen für Durchfahrt vor Tunnelportale geregelt. Und aus meiner Sicht hätte man hier dahingehend reparieren müssen. In diesem Paragraph steht, dass die Verkehrszeichen nicht über 5,50 Meter montiert werden dürfen, mit Ausnahme, wenn das eben eine Ausnahme darstellt oder wenn diese Verkehrszeichen beleuchtet sind. Wenn man aber den Paragraph anschaut im 1a, es ist ein optisches Glasfaser oder ein LED-Verkehrszeichen nicht beleuchtet. Es ist selbstleuchtend und ich stelle mich die Frage, ob es da hier überhaupt eine Rechtssicherheit gibt, dass diese ordnungsgemäß angekündigt sind und damit auch für bei reduzierten Höchstgeschwindigkeiten, wo bei IG Luft oder bei VAPA-Anlagen sozusagen gestraft wird, ob das auch eine Rechtssicherheit hat. Das ist meine erste Kritik. Meine zweite Kritik betrifft, auch vom Kollegen Willi angesprochen, diesen Paragraph 84.5, wo früher Außenwerbung geregelt war, nur im Ortsgebiet, ausschließlich mit Sondernutzungsverträgen bei den Straßenbetreibern, mit Bauverhandlungen, mit Verkehrsverhandlungen. Wenn man jetzt einfach sagt, obwohl ich für diese Werbeindustrie bin, weil es die Wirtschaft auch belebt, ich bin der Meinung, hier ist es unter Umständen ein Schnellschuss, das Bauland einfach als Kriterium außerhalb des Ortsgebietes heranzuziehen und unbedungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit hier etwas sozusagen in Gang zu setzen, halte ich für bedenklich. Das sollte man sich noch einmal überlegen. Und ich glaube, es gibt da hier bessere Lösungen, sollten auch die Verkehrsflächen mit eingebunden werden. Und jedenfalls ist es nicht nur vielleicht nicht schön, Herr Kollege Wille, aber jedenfalls verkehrsbeeinflussend und damit ein sicherheitstechnischer Aspekt. Und daher würde ich bitten, dass man über dieses noch einmal nachdenkt. Dankeschön. Sagt Thomas Schellenbacher von der FPÖ als Vorsitzender.